Raum, dann kam, da saß der Produzent Hans Malig. Können Sie reiten? Schon vom Tier über den Dolmetscher. Und ich sagte in meinem gebrochenen Deutsch, ja, ja, ich kann mich schon aufs Pferd festhalten. Was? Sie sprechen Deutsch? Ich sage, ja, ich habe in dem Gymnasium hatte ich Deutsch gelernt. Dann hatte ich 3 Filme gemacht mit den Deutschen. Praxis gehabt. Ich verstehe, was Sie sagen. Wunderbar, auf Tokaito. Dann habe ich schon die Gläser angestoßen. Hier ist der Regisseur, er erzählt Ihnen alles und so. Das war gewohnt. So fing das an, wirklich. So kam ich zu der Hauptrolle. Wie seid ihr euch denn nun begegnet? Weißt du noch so das erste Mal gucken? War das dann schon in Rolle oder habt ihr euch vorher in der Kantine gesehen? Vorher haben wir uns nicht gesehen, wir haben uns beim Drehen gesehen. Und zwar, das war Tanglewood, hieß die Stadt, in Spur des Falken. Ja. Da spielte so ein Bösewicht. Ja, den Bäschen, ne? Ja, den Bäschen. Und es war komisch, dass ich da zum Drehort kam, der saß da um die Ecke, war schon angezogen und er war damals richtig Masse. Na, fett, wie er immer schön sagt. Und der hat gesagt, ich bin fetter. Ja. Klar. Und ich dachte, Mensch, was macht der Dicke hier? Aber dann habe ich das ein Wunder erlebt, als er dann plötzlich reiten musste, wo er sich aufs Pferd schickte und wir, boah, über die Hindernisse, über alles. Das habe ich ja. Guck mal, was ich sehe jetzt hier. Das haben wir gar nicht gesehen. Das ist der Hut aus der Spur des Falken. Das war die Szene, die wir auch da gedreht haben. Der Rolf natürlich verfolgt jemanden, da sind sie weggelaufen, der sollte einen Wagen da aufhalten. Es ist ihm nicht gelungen, man schießt ihm unter die Füße und sowas. Und der war so sauer auf sich selber, dass er den Hut auf den Boden schmiss. Und dann trampelte er drauf. Dann lief er aber wieder weg. Und dann merkte er, dass er doch den Hut braucht. Dann kam er wieder heim und dann macht er das. Das war eine tolle Szene. Und da habe ich plötzlich gesehen, ich sage, Mensch, der Dicke ist nicht nur ein guter Reiter, ist ein Komiker. Sogar hat sich zu dieser Zeit Walter Ulbrich sogar den Film bestellt. Ich wollte wissen, warum gehen so viele Leute freiwillig ins Kino? Der hat sich den Film kommen lassen, der Walter Ulbrich. Er hat es sich angeguckt und dann hat er gesagt, nimm, weiter so, weiter so.